Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder Relaxationszeit. Ich habe heute zwei Replays für euch und beide Replays kommen einmal aus der Amazon Community von Fight Like a Girl alias Lena, zuletzt hier auch auf dem Kanal zu sehen, und vom Gründer der Amazon Community selber von Amazon alias Martin aus Berlin. Und beide Replays finden in den zurzeit stattfindenden Ranked Battles, den gewerteten Gefechten, statt. Und zeigen beide, wie ich finde, eigentlich ganz gut und exemplarisch, was man machen muss, um in Ranked Battles relativ gut abzuschneiden, um irgendwie voranzukommen. Als erstes haben wir hier ein Gefecht, was wie sagt man auf Neudeutsch, eher straightforward ist. Also ein Gefecht, was man so erwarten würde, wie es aussieht, wenn man einigermaßen gut abschneidet. Aber ich finde, es zeigt ganz gut, was man machen muss und was man vielleicht beachten sollte. Und als erstes finde ich hier, Fight Like a Girl, Lena, hat, soweit ich weiß, keine total modernen Panzer zur Wahl, die aus Clan Wars Geschichten etc. kommen. Kein Objekt 907, was sehr beliebt ist in diesem Spielmodus. Kein Objekt 260, den 10er Belohnungspanzer aus den persönlichen Missionen, kein Objekt 279, der nächste 10er Belohnungspanzer aus der zweiten Kampagne der persönlichen Missionen, oder auch diesen T95 FV4201, den ihr oben in der Liste seht, auf ihrer Teamseite, der aus der letzten Clan Wars Kampagne kommt. Das sind alles so Panzer, die von Spielern sehr gerne verwendet werden, die sie A eben haben und die B auch, was die Fertigkeiten angeht, auch eher im oberen Prozent- oder Promille-Bereich von World of Tanks angesiedelt sind. Wenn man jetzt diese Fahrzeuge nicht hat, ist das Ratsamste natürlich, fahr keinen Schrott. Das heißt, man sollte sich vielleicht nicht Panzer aussuchen, mit denen man A schon mal gar nicht zurechtkommt. Das lässt sich am leichtesten sicherlich an der Siegrate aus den Zufallsgefechten ablesen. Und B, an der, würde ich mal sagen, generellen Siegrate eben dieser Vehikel, in die man auslesen kann aus Seiten wie zum Beispiel whatlife.de. Die EU-Server-Statistiken lügen nicht unbedingt. Das heißt, wenn man mit einem Leopard 1 antritt und jetzt nicht ein Überspieler ist, wird es einem möglicherweise doch eher schwerer fallen, eben auf Dauer wirklich sehr gut abzuschneiden. Weil eben Leopard 1 einer der, ich glaube, der schlechteste C10-Panzer ist nach Siegrate. Also, erste Regel, fahr kein Schrott. Die zweite Regel, die wir hier gesehen haben, ebenfalls schon mal befolgt, fahr mit der Meute. Das heißt, nicht alleine irgendwo hinfahren, sondern meistens bilden sich in den gewerteten Gefechten relativ große Pulks. Und wenn man eben mit Mediums, Heavies oder unterstützenderweise vielleicht mit dem einen oder anderen Panzerjäger unterwegs ist, fahrt nicht alleine los. Fahrt nicht alleine auf eine Flanke. Dann seid ihr verloren, bekommt entweder nicht ab, weil ihr im Gewinn dem Team nicht mit quasi über eine Flanke drüber rollt. Und oder aber ihr sterbt ganz, ganz allein eben gegen so eine gegnerische Meute. Weil, wenn ihr mit so einer großen Meute fahrt, Es schützt vor allen Kanonen, die auf euch gerichtet sind, ob direkt von den Panzern vor euch oder auch indirekt von der Artillerie. Es ist einfach viel Ablenkung vorhanden. Und wie wir hier auch gerade gesehen haben, ich persönlich würde jetzt bevorzugen, an so einer prekären Stelle wie hier oben auf Malinowka an der Windmühle nicht der Erste zu sein, weil der Erste, der hier oben aufgeht, auf den richten sich alle Kanonen, wie ich eben gerade gesagt habe, direkt wie indirekt. Und das kann schon mal ziemlich schnell und böse enden. Also mein Tipp wäre, er hört sich natürlich unglaublich passiv an, aber seid nicht der Erste, es sei denn, ihr seid tatsächlich ein Scout, weil da verdient ihr euch eure XPs natürlich anders. Und, wie man hier sehr schön gesehen hat, Übersicht behalten, finde ich, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Nicht einfach versuchen, so schnell wie es geht, irgendwie an einer Stelle zu fahren und flankieren und reinhauen, sondern einfach mal ein bisschen Übersicht behalten, wo ist tatsächlich der beste Moment, um seinem Team zu helfen, um Schüsse anzubringen, um möglicherweise auch den einen oder anderen Abschuss
vielleicht sogar abzustauben. Aber wie auch jetzt hier eben genau in diesem Moment wieder zu sehen, Übersicht behalten. Wo fahre ich jetzt am besten hin? Wie helfe ich meinem Team am besten weiter? Weil nur durch Siege kommt man letzten Endes gut voran. Und das führt auch gleich hier zum nächsten Punkt, der jetzt hier von dieser Position aus, die hier die Lena eingenommen hat, viel, viel besser klappt. Der nächste Punkt ist Kills, Kills und nochmal Kills. Weil man bekommt zwar durch verschiedene Punkte in den gewetzten Gefechten die Erfahrungspunkte, aufgrund der Erfahrungspunkte wird man dann ja schneidet man da gut oder besser ab. Jedenfalls, einerseits wird der Schaden beurteilt, es wird die Assistenz, also Spotting, Tracking etc. beurteilt und natürlich die Panzerrolle. Aber wie ich finde, gerade in dieser Schadenskomponente in den XPs für die gewetzten Gefechte stecken ungemein viele XP für Abschüsse drin. Und mit der Anzahl die an Abschüssen, die hier Lena schon hat, kann sie sich quasi fast jetzt schon sicher sein, unter den Top 3 zu sein, weil die Top 3 kriegen 2 Streifen in der Endauswertung und dann kommt man natürlich schneller voran. Und wie gesagt, merkt euch eins, wenn es sich irgendwie anbietet, Kills, Kills und nochmal Kills. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, Übersicht behalten. Weil das Spiel ist noch nicht gewonnen, sie liegen gerade mit einem Panzer vorne. Und dieser T-62A hier unten, der war schon länger nicht mehr gespottet und macht hier die ganze Zeit unten irgendwie so ein bisschen sein Ding. Der könnte theoretisch noch viel Ärger veranstalten, vor allen Dingen auf so einer Karte wie Malinowka, wo er dann vielleicht noch irgendwo rumfährt, die Artillerien wegnascht und irgendwen in den Rücken fällt. Also mit Übersicht behalten und ja, dem Team quasi dadurch den Sieg doch etwas mehr gesichert. Und wie ihr vielleicht zwischendurch auch schon gesehen habt, seid kompetitiv. Und zwar schießt Premium-Munition, wenn es sich nicht anders vermeiden lässt. Und meistens lässt es sich nicht vermeiden, beim Kampf von 10er gegen 10er. Es sei denn, man trifft eben auf Scouts, Artillerien, leicht gepanzerte Panzerjäger. Aber am Ende kann wirklich jeder Schuss zählen, ob ihr in den ersten 3 seid und 2 Streifen bekommt. Ob ihr unter den ersten 10 seid oder am Ende vielleicht mit Pech auf Platz 1 landet, auf Platz 11 landet wegen zu wenig XPs. Oder, wenn ihr dann doch mal verliert, ob ihr eben vielleicht doch noch wegen diesem einen Schuss, der drin ist und penetriert, weil ihr Premium-Munition geschossen habt, vielleicht doch noch Platz 1 seid und euch einen Streifen sichert oder eben vielleicht keinen Streifen verliert. Also es ist, kann wirklich sehr, sehr knapp sein und ich habe persönlich jetzt nicht zu viele gewertete Gefechte gespielt, aber ich kann euch sagen, es wird echt oft knapp von den XPs her und es zählt wirklich jeder Schuss. Und wie ich finde, eben gesagt, sei nicht der Erste, sei auch nicht der Letzte. Wenn ihr seht, dass das Spiel mehr oder weniger rum ist, geht rein, fahrt los, fahrt rein, denn dann kriegt ihr noch die letzten XPs durch Spotting, Tracking, durch den letzten Schuss, den ihr noch setzen könnt. Trödelt nicht, sondern drückt W und fahrt rein. Ja, für die Lena sicherlich ein wirklich schönes Gefecht. 2 Streifen bekommen, weil, wie ihr auf der nächsten Seite gleich seht, Platz 1 in ihrem Team, fast 5000 Schaden, doch über 2000 Spotting und Tracking, 6 Abschüsse, kann sich definitiv sehen lassen, kann man absolut nicht meckern und natürlich auch mit einem Team ausgestattet, was vielleicht auch ein bisschen besser von der Skillung her war, aber trotzdem mit dem Mitwirken hier wirklich nicht zu verachten. Da natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, zwischendurch der Gedanke war, sei kompetitiv, also sei wettbewerbsfähig, kommt hier natürlich nicht so das große Credits-Aufkommen rum. Aber ich glaube, niemand, aber auch wirklich niemand, spielt die gewährten Gefechte wegen den Credits, die man am Ende verdienen kann. So, kommen wir zum nächsten Replay. Das kommt von Emsen selber. Der spielt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Ranked Battles fast nur mit dem Objekt 140, es sei denn, er verklickt sich und spielt aus Versehen Artillerie. All diese Dinge, die ich eben aufgezählt habe, fahr keinen Schrott, sei der Erste, behalte die Übersicht, sei kompetitiv, staube Kills ab etc. pp. Das könnt ihr eigentlich für dieses Gefecht komplett vergessen. Weil, wie ihr sehen werdet, es läuft erstmal so richtig gar nicht. Und dann gibt es einen Moment,
wo einer der Punkte, die ich im vorigen Gefecht aufgezählt habe, noch zutrifft, und das ist: behalte die Übersicht. Und den Punkt, denke ich mal, wird dann auch jeder erkennen, wenn es soweit ist. Tja, der Emsen hat mir dieses Replay zugeschickt, weil es eben aus ziemlich deutlich aus der Reihe fällt, was man jetzt eigentlich von so einem, in Anführungszeichen, richtig guten Ergebnis aus den gewerteten Gefechten quasi erwarten würde. Und was er auch am Anfang gesehen hat, ist, er hat als leichten Panzer im Team einen EBR 105, also einen der Radpanzer, die seit einiger Zeit im Spiel sind. Und der EBR 105 ist, ja, wie alle Radpanzer, vergleichbar mit den normalen Tier 10 leichten Panzern, nicht unbedingt mit der besten Sichtweite ausgestattet. Deswegen denke ich mal, ist auch der Emsen hier am Anfang mit in die Mitte gefahren, an die Hügellinie, um auch Gegner zu spotten. Das gegnerische Team hat ein T100 LT bekommen. Das ist für diese Karte im Prinzip viel, viel, viel besser als so ein EBR 105. Finde ich persönlich jedenfalls, weil der einen enorm guten Tarnwert hat und eigentlich so der beste Scout aller leichten Panzer auf T10 ist. Allerdings hat das wohl etwas übertrieben und er wurde hier relativ frühzeitig aus dem Spiel genommen. Was natürlich dazu führt, dass das Gegnerteam jetzt schon massiv im Nachteil ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht einfach, auch wenn man hier jetzt mit zwei Panzer vorne ist und der Gegner Scout tot ist, jetzt hier das beste und das beste Ergebnis aus dem Gefecht herauszuziehen. Und ja, wie geht man das an? Weil alle anderen schießen auch sofort auf alles, was aufgeht, schießen sofort auf das, worauf sie schießen können. Und diese Überlegenheit von diesen zwei Panzern, also das wiegt in diesen gewerteten Gefechten gefühlt immer viel, viel schwerer als in Randoms. Randoms kann man irgendwie eher nochmal drehen. In diesen gewerteten Gefechten sind natürlich auch im Schnitt viel mehr Spieler unterwegs, die eben ja von den persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen im Panzer her doch eher weiter sind als so der Schnitt der großen Masse in World of Tanks. Deswegen, so ein 2:0 wiegt meistens schon recht schwer, aber gerade auf so einer Karte wie hier ist es natürlich enorm schwer, weil keiner möchte so recht vorfahren. Also, ja, sei nicht der Erste. Könnte natürlich positiv enden, indem man viel spottet. Aber das endet vielleicht auch mal ziemlich negativ. Der Emsen versucht sich hier immer noch, gerade in der stinknormalen Variante, würde ich sagen, auf alles schießen, was irgendwie aufgeht und im Schussbereich ist. Allerdings, wie ihr seht, bringt das nicht so richtig viel bisher. Ein Schuss registriert und ein bisschen Assistance. Und dann hat er sich gedacht, Moment, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Man führt 7:1, hat also 6 Panzer im Vorteil. Er hat auf seinem Objekt 140 auch eine relativ gute Sichtweite. Also fährt er einfach mal los. Er hat auch gesehen, auf der anderen Seite der Bahnlinie ist sein Team noch nicht so wirklich weit, was das Vorrücken angeht. Und wenn er jetzt hier quasi quer durch die Mitte fährt, in Richtung Bahnlinie, dann kann er alles vor und hinter der Bahnlinie wahrscheinlich noch spotten. Und eben einiges an XP dadurch noch einsammeln. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob das klappt. Zuerst deckt er den E50M auf. Der stirbt hier innerhalb von wenigen Sekunden. 2000 Spotting für Martin. Die nächsten beiden Panzer gehen auf, sind quasi auch noch so gut wie mit kompletten HPs ausgestattet. Fressen jetzt Schuss nach Schuss nach Schuss und innerhalb von wenigen Sekunden haben die sich dann erledigt. Er kann selber noch ein bisschen was an Schaden hier anbringen, aber sein kurzer Ausflug quer über die Karte hat ihn jetzt nochmal eben auf knapp 8.500 Assistenzschaden gebracht. Und 8.500 Assistenzschaden plus eben diese jetzt 1000 selbstgespotteten Schaden, beziehungsweise 1300, wie wir hier sehen, bringen dann doch viel, viel mehr als am Ende einfach nur da zu stehen, um auf alles zu schießen, was vielleicht gerade aufgeht. Also Übersicht behalten und nicht der Letzte sein. Gerade wenn es doch irgendwie sehr stark kippt, das Gefecht. Er ist jetzt nicht auf dem ersten Platz gelandet mit dieser Aktion, sondern der Penhard EBR, der vor ihm losgefahren ist in die Gegnermasse hinein, hat noch mehr XP dafür bekommen, weil er eben auch sehr, sehr viel gespottet hat.
Nichtsdestotrotz, kann man nur sagen, auch auf nicht ganz hundertprozentig gewöhnlichen Wegen kann man in diesen Geschichten sehr gut abschneiden. Und da der er natürlich nicht so viel Trümmermunition verbraucht hat für das Schießen, kriegt er tatsächlich auch noch Credits obendrauf. So, ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten und wir sehen uns nächste Woche. Adios.